Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure Fritzbox 795 einrichten könnt. Und zwar, in unserem Fall werden wir es so machen, wir werden ihn als WLAN-Verteilzentrum einrichten. Denn das Modem, die Connectbox hier, kommt aus dem Kabelnetz. Kabelnetz, schwarzes Kabel geht hier rein. Das heißt, das Internet kommt aus dem Kabel. Das Kabel sozusagen geht hier rein, wird aufgesplittet und dann ist hier drinne der Kabelanschluss verfügbar, also auch das Internet. Wir nehmen jetzt mit der Fritzbox hier 795 und einem LAN-Kabel nehmen wir nun das Signal des Internets hier raus, führen es zur Fritzbox und werden dann die Fritzbox benutzen, um WLAN zu generieren. Denn der Hintergrund da ist, die Connectbox hat nicht so viel Power, um viele internetfähigen Geräte auf einmal durchzulassen. Da gibt es so ein Nadelöhr. Und deshalb ist die Idee jetzt, diese Fritzbox in Reihe zu schalten und die super teuren, tollen Funktionen von der Fritzbox auch nutzen zu können. Weil hier sind viel mehr Funktionen draus als auf diesem Gerät. So, wollen wir anfangen. Als allererstes werden wir Strom ranbabbeln an die Fritzbox. Das heißt also Stromkabel einstecken und schon leuchtet es auf. So, jetzt lassen wir das mal da booten und gehen gleich auf die Oberfläche und werden dann mal schauen, was wir so alles da machen können. Wir brauchen dafür noch ein LAN-Kabel gleich, ein Patch-Kabel, um die beiden Geräte zu verbinden. Gut, jetzt habe ich mir mein iPad geholt. Das geht auch mit allen anderen WLAN-fähigen Geräten. Ihr sucht jetzt nach Netzwerken in eurer Umgebung und dort findet ihr die Fritzbox 795 wieder. Jetzt braucht ihr diese Einstellungen ab Werk, Zugänge, den WLAN-Schlüssel. Also ihr seht Fritzbox 7590 Japan. Fritzbox 759 Japan. Das heißt also, das ist schon mal identisch. Und jetzt müssen wir den WLAN-Netzwerkschlüssel eingeben und in dieses WLAN connecten. So, jetzt geben wir den WLAN-Schlüssel dort ein und dann geht's weiter. Denn jetzt müssen wir sozusagen erstmal in das Gerät eindringen und dort die Einstellungen vollziehen. Das macht ihr generell, auch wenn ihr das mit einem DSL-Modem verbindet, genauso wie ich das jetzt hier zeige, bis zu einem bestimmten Punkt. Gut, ich habe alles eingegeben, dann auf Verbinden. Und jetzt sollten wir uns auch auf die Fritzbox connecten können. Und das haben wir. Da sind wir. Fritzbox, bla bla bla. Häkchen dran. Das heißt, wir sind jetzt mit dem WLAN der Fritzbox verknüpft und können nun durch den Browser auf die Fritzbox zugreifen. Dazu öffnen wir den Browser. Ihr könnt jeden Browser dazu benutzen. Es ist ja sozusagen, dass ihr jetzt eine Verbindung im WLAN mit der Box hergestellt habt. Im Browser gebt ihr ein fritz.box und löst aus. Dann kommt ihr nämlich auf die erste Seite hier. Willkommen bei Ihrer Fritzbox. Melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an. Die Fritzbox benutzt ihr vielleicht ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer Fritzbox. Das heißt also, dort kommt das Kennwort zum Einsatz. Und das Kennwort findet ihr erstens auf der Unterseite natürlich, aber auch hier drin. Import 4167 ist das. Dieses Kennwort müsst ihr beim ersten Mal eingeben. Und dann geht es nämlich weiter. Das ist noch so ein Sicherheitsfeature, was die von AVM eingebaut haben. Auch sehr gut. Jetzt anmelden. Und jetzt Diagnose und Wartung zur Verbesserung des Produkts, zur sicheren Verwendung und AVM-Fehlerberichte. Da geht es halt darum, ob die Datenschutzerklärung mit Diagnose und Wartung verknüpft wird. Könnt ihr auswählen oder auch nicht. Assistent unterstützt beim Einrichten der Fritzbox. Das heißt also, da könnt ihr durch einen Assistent gestützt loslegen. Machen wir das mal. Und der sagt jetzt Anschluss an einen DSL-Anschluss, Netzzugang an einen WAN-Anschluss, zum Beispiel Kabel- oder Glasfasermodem. Das heißt, hier könnt ihr auswählen, wenn die Fritzbox ans WAN an einem bestehenden Internetzugang, zum Beispiel Kabel- oder Glasfaser, angeschlossen ist. Bei Übernehmen der Einstellungen wird der Netzwerkadressbereich der Fritzbox automatisch geändert. Das heißt also, das wird unsere Einstellung, weil der WAN-Anschluss wäre zum Beispiel fürs Kabelnetz da oder Glasfasermodem. Und der Anschluss des DSL-Netz, wenn den Zugang mit dem Fritzbox DSL mit DSL, Fritzbox integrierten DSL-Modem, wird die Internetverbindung benutzt. Das heißt, dort geht ihr hin, wenn ihr an die TAE-Steckdose geht von eurem Festnetz-Provider. Netzzugang an einem WAN-Anschluss gemacht. Weiter.
Verbinden Sie die Fritzbox noch nicht mit dem Netzzugang, zum Beispiel Kabelglasfaser. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss WLAN an der Fritzbox nicht belegt ist. Schließen Sie den Computer gegebenenfalls an einen anderen LAN-Anschluss der Fritzbox an. Verbinden Sie die Fritzbox noch nicht mit dem Netzzugang, zum Beispiel Kabel oder Glasfaser. So, vorbereitet ist alles. Dann gehen wir jetzt auf Weiter. Und was kommt jetzt? Geben Sie die Geschwindigkeit Ihres Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung des Netzwerks benötigt. Das heißt also, wenn ihr eine 100-Mbit-Leitung habt oder eine 50-Mbit, müsst ihr das auf Kilobit hochrechnen. Und Downstream und Upstream ist da auch wichtig zu wissen. Das heißt, schaut genau nach, was in eurem Vertrag steht oder wie viel bei eurem Kabelanbieter ankommt. Wie viel Kilobit pro Sekunde, nicht Mbit pro Sekunde. In meinem Fall ist es ein 120 Mbit Internetzugang, das heißt also 120.000 Kilobit und ein 6 Mbit Upstream. Ich habe es falsch rum hingemacht. Downstream, Upstream. Nee, ich habe es richtig rum. Upstream ist 6 Mbit, das heißt 6.000 Kilobit. Also ihr müsst einfach im Prinzip drei Nullen dranhängen, wenn ihr wisst, wie viel Mbit eure Leitung hat. So, das haben wir eingestellt. Bitte beachten, dass das Netzzugang bereits eine aktive Verbindung zum Internet hat. Verbinden Sie jetzt den Netzwerk mit dem Anschluss WAN der Fritzbox. Also dran kloppen wir jetzt. Unser Patchkabel in den WAN-Slot rein, einfach rein. Und dann auf die andere Seite stecken wir dann in unsere Connectbox rein. So, auch rein, richtig umdrehen, festhalten, damit sie nicht unterfällt. Und Verbindung hergestellt. Das seht ihr, dass es da leuchtet und Daten auch schon überträgt. So, damit ist sie angeschlossen. Und nun wird weitergemacht. Zusammenfassende Einstellung. Internetzugang über WAN, andere Internetanbieter, IP-Adresse, auch über DCP beziehen, ist ein Router. Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellung prüfen. Alles klar. Weiter. Wenn nächste Einstellungen werden jetzt aktualisiert und kann einige Augenblicke dauern, bitte warten Sie etwa eine Minute. Starten Sie nun alle Geräte neu, die per Netzwerkkabel oder WLAN an die Fritzbox angeschlossen sind, die sie neu mit der Fritzbox verbinden können. Die Fritzbox hat neue IP-Adresse bekommen, ist jetzt unter der 192 erreichbar. Das heißt also, das müssen wir uns merken, die 192.168.1881. Denn darüber ist sie erreichbar. Jetzt hat sich was getan und ich bin unter die 192.168.1881 gegangen. Das ist ja die neue IP-Adresse der Fritzbox. Und jetzt braucht er wieder das Kennwort. Wir wissen ja noch, das Kennwort, das ihr natürlich später ändern werdet. Denn dann ist es wichtig, dass da keiner mehr sonst reinkommt. So, jetzt sind wir im großen Ding. Wir haben kein DSL deaktiviert, denn das ist halt deaktiviert. Wir haben zwei Funknetze an. Mit dem Internet sind wir verbunden, mit der IP-Adresse, da unten seht ihr die IP-Adresse, keine Rufnummern eingerichtet. Und jetzt sind wir hier auf dem großen Fritzbox-Übersichten-Emblem. Was wir nun als erstes machen, das heißt, Internet haben wir ja schon, wie ihr seht, ne, verbunden, bla bla bla, alles schön. Das heißt also, wir schleifen jetzt von unserem Unity-Media-Anschluss, in dem Fall, mit diesem Kabel über den WAN-Port unser Internet auf die Fritzbox und die Fritzbox verteilt jetzt das Internet in eurem Heimnetzwerk. Okay? Und ihr habt Internet. Und die Geschwindigkeit ist auch gut, die habe ich gerade gemessen. Wir haben fast 120 Mbit und auch die 6 Mbit, die auch anliegen sollten. Das heißt also, wir haben keinen Verlust von der Geschwindigkeit. Im Gegenteil, durch das WLAN-Powerzeugs, was er drin hat, wird das noch weitergehend sein. Aber jetzt geht es erstmal darum, jetzt müssen wir unser Internetzugang ja sichern. Das heißt also erstmal rechts oben in die Seite, die drei Dinger da, jetzt erweiterte Ansicht anmachen und da oben Kennwort ändern. Okay? So. Jetzt werden wir ein neues Kennwort eingeben. Das vergeben wir selber. Und er sagt dir sogar, ob es schwach oder nicht so schwach ist. Ihr seht, benutzt vielleicht etwas Abstraktes, benutzt Zahlen, extra Sachen und so weiter. Einfach, damit nicht jeder in eure Fritzbox reinkommt. Und dann übernehmen klicken und dann habt ihr das neue Kennwort drin. Denn vorher war ja das Kennwort. Im schlimmsten Fall könnte das Kennwort ja gestohlen werden. Dann kommt jeder in eure Fritzbox rein. So könnt ihr das
individuell auf euch abstimmen und nur ihr kommt dann darauf rein. Natürlich, wenn ihr die resettet, dann gelten diese Sachen wieder. Okay? Erster Schritt, Kennwort ändern. Danach auf Übernehmen klicken. Als nächstes sind wir wieder in der Übersicht, gehen auf WLAN, dann auf Funknetz. Und jetzt sehen wir hier, das ist mein iPad, was gerade connected ist. Und ihr seht auch die Datenrate. Dann seht ihr das Gigahertz-Band, in dem ich mich befinde. Also das iPad ist im 5 Gigahertz-Band und greift auf dieses WLAN von der Fritzbox zu. Nicht auf die Connectbox, Fritzbox. Jetzt gehen wir runter und sehen hier, sehen wir unseren Namen, Fritzbox 7590 in Japan. Das ist aber kacke, denn es ist nicht individuell. Das heißt, ihr könnt hier frei vergeben. Zum Beispiel PDUES. P, so soll jetzt mein WLAN heißen. Und dann mache ich immer noch 2 und 4 dahinter. Ne? Dann weiß man, dass man im 2,4 Netz ist. Dann mache ich noch ein 5 GHz Band. Da kommt auch wieder PDUESP und dann 5 dahinter. Okay, so kann man sich das gut merken. Dann geht ihr auf Übernehmen. Und jetzt wird das hier nochmal angezeigt. WLAN-Netzwerkschlüssel, Verschlüsselungs-A, die WPA2 sollte immer an sein. Dann, was es ist, die Standards sind da aufgelistet und ihr könntet hier das direkt abfotografieren, um euch dann zu connecten. So, das heißt also, das ist alles drin. Jetzt müssen wir natürlich, weil das WLAN ist ja jetzt nicht mehr verfügbar. Das da ist jetzt weg, das ist weg und das da. Jetzt müssen wir uns ein neues nochmal neu anmelden auf die Fritzbox. Das heißt also wieder in die Einstellungen. So. Dann schauen, da kommt PDISP 24 und PDISP 5. So, und das heißt, wir gehen jetzt mal ins 5 GHz Band rein. Das Passwort ist noch das alte WLAN-Schlüssel. Das ändern wir gleich. Also den nochmal eingeben und dann gehen wir wieder eingeben, verbinden. Jetzt sollten wir auch wieder auf, ja, da seht ihr, der Haken ist da. Das heißt, zurück auf die Fritzbox. Und jetzt sollte hier auch wieder alles da sein. So, ihr seht, es ist alles wieder da. Jetzt gehen wir wieder mal auf WLAN, Funknetz und dann sehen wir auch, da ist alles wieder drin. Wir sind im 5 GHz Band und da sind die beiden Frequenzbänder. So, jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir natürlich noch den WLAN-Netzwerkschlüssel ändern. Der ist ja auch ganz wichtig, denn so von außen, jeder sieht jetzt das PDISP 24. Aber die brauchen dann ja noch einen WLAN-Netzwerkschlüssel, um auf das PDISP 24 zu kommen. Das hat jetzt nichts mit dem Fritzbox-Kennwort zu tun. Da schauen wir hier rüber. Da ist Sicherheit. Zur Sicherheit seht ihr jetzt WPA-Verschlüsselung. Größte Sicherheit. Sehr gut. Unverschlüsselt? Nee, machen wir nicht. WPA lassen wir also aktiv. Und da ist dieser 5 Kilometer WLAN-Netzwerkschlüssel. Seht ihr? 8516, 8516 endet damit auch. Das heißt, hier wählt ihr euch jetzt einen kurzen, knackigen WLAN-Schlüssel, der aber nicht zu kurz ist. Und er sollte auch nicht zu lang sein, damit ihr euch merken könnt. Okay, merkt euch was, tippt was Schönes ein, damit ihr einfach schnell und effizient, aber trotzdem sicher auf euer eigenes, gerade geschaffenes WLAN-Netzwerk zugreifen könnt. Das habe ich jetzt eingetippt. Jetzt gehen wir übernehmen. Dann zeigt er euch nochmal alles. Ich halte jetzt mal kurz das WLAN-Netzwerkschlüsselchen durch. Darunter, unter meiner Hand, steht nämlich jetzt euer WLAN-Passwort, in dem ihr auf den Router kommt. Jetzt, dadurch, dass wir das geändert haben, müssen wir natürlich nochmal Connect zurück. In den Einstellungen unter eurem WLAN-Settings seht ihr, da ist wieder der PDIS 5 und PDIS 24. Das heißt also, wir gehen wieder auf PDIS 5 und jetzt müssen wir das neue Passwort, was wir gerade hier steht sogar, ungültig Passwort für PDIS 5. Und jetzt sollen wir es neu eingeben. Ist ja klar, wir haben es ja gerade geändert. Das heißt, wir müssen jetzt unseren neuen WLAN-Netzwerkschlüssel eingeben, den wir gerade selber vergeben hatten. Und dann kommen wir wieder raus. Das habe ich gemacht. Und jetzt sollten wir wieder connecten. Und ihr seht, PDIS 5 ist schon wieder da. Und zurück wieder zur Fritzbox. Die Fritzbox kommt ja wieder an mit der 192.168.188.1. Das ist ja die IP-Adresse, die vorhin vergeben worden ist. Das heißt, so kommt ihr wieder da drauf. Euer Passwort ist ja neu gewesen. Das heißt also, wir haben jetzt geändert, dass WLAN-Funknetzname, den WLAN-Netzwerkschlüssel und den Fritzbox-Kennwort. Diese drei Sachen müsst ihr ändern und dann könnt ihr loslegen. Ihr habt so viele diverse Sachen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einen DSL-Anschluss habt, dann würde hier nicht deaktiviert sein, sondern aktiviert. Das heißt, ihr hättet das am Anfang des Videos anders konfigurieren. Geht aber genauso.
ab, weil ihr kriegt ja auch vom Provider dann die Information. Das LAN nicht verbunden. Das liegt nur daran, weil ich einfach kein LAN-Kabel drin habe. WLAN ist an, 2,4 GHz. Da seht ihr sogar die Angabe, welches WLAN da an ist. 5 GHz Band ist auch an. DCT. DCT ist Schnurlostelefon. Das ist momentan aus. Da könnt ihr aber anmachen und ein oder eine Telefonanlage von die DCT hat benutzen. USB, kein Gerät anschließen. USB könnt ihr zum Beispiel einen Massenspeicher Anrufbeantworter könnt ihr aktivieren, wenn ihr Telefonie haben solltet, zum Beispiel über DSL. Anrufe seht ihr dann, Heimnetz aktiv, da seht ihr gerade, wer alles drin ist. Das ist momentan nur mein iPad hier. Speicher NAS, ihr seht, dass da noch ein bisschen was frei ist. Ein Kontakt im Telefonbuch, Kindersicherung ist bereit. Und dann könnt ihr hier eingucken, Online-Monitor könnt ihr rübergehen, DSL ist deaktiviert, Internet IPv4 ist verbunden. Und hier seht ihr dann auch den Downstream, der Upstream. Alles könnt ihr hier, wie heißt das, nachschauen. Die Zugangsdaten seht ihr hier. Weitere Internetanbieter, das heißt, hier mussten wir ja weitere Internetanbieter nehmen, weil wir haben ja das Signal durchgeschliffen, durch von der Connectbox auf die Fritzbox. Und da mussten wir unseren Downstream und Upstream eingeben. Das war ja 12 oder 120.000 und 6.000 Kilobit. Und wenn ihr da natürlich andere Internetanbieter habt, die sind ja auch vorne schon aufgelistet, Kabel Deutschland, Indiziminer, alles Mögliche ist dabei. Ne? Dann könnt ihr nämlich das darüber machen. So, Filter, Freigabe, MyFritz-Konto, Telefon, wenn ihr Telefon angeschlossen habt, das Heimnetzwerk könnt ihr hier auflösen, Heimnetzübersicht. Hier könnt ihr genau sehen, wer alles drin ist, wer wie viel verbraucht und ganz easy und einfach aufgelistet. Die Netzwerke, USB-Geräte, Speicher, Mediaserver. Alles da. WLAN, haben wir ja vorhin schon, sind wir durchgegangen, was wir da machen. Zeitschaltung könntet ihr machen. Das heißt, dass es dann deaktiviert sich zu einer bestimmten Uhrzeit und kommt dann wieder zurück. DCT, das war hier Basisstation, Internetdienste, das heißt Kabel, Wireless-Verbindung über Telefone, die DCT haben. Eine Diagnose könnt ihr, ne, Funktionen, Sicherheit, ins System könnt ihr rein, Tasten und LEDs. Das ist zum Beispiel wichtig. Hier könntet ihr einstellen, wie hell sie sind, ne? Dunkel, dunkel, hell, bla bla bla, ne? Alles mögliche. Tastensperre könnt ihr einsetzen, updaten könnt ihr hier unten, alle paar Monate mal Updates checken, ne? Neue Fritzbox suchen und ihr seht, hier gibt es sogar was. Ne? Also wenn es was gibt, dann Update starten, dann updatet das Gerät selbstständig, macht auch mal eine Sicherung. Wenn zum Beispiel euer System läuft, macht ihr eine Sicherung, packt das auf einen USB-Stick und dann könnt ihr es einfach wieder anschließen. Also so einfach kriegt ihr eine Fritzbox 7590 über Kabel auch online. Das heißt also, nochmal zusammen, Strom müssen wir drauf machen, dann nehmen wir den WAN-Port mit einem LAN-Kabel, gehen damit in unsere Connect-Box oder wie auch immer sie bei eurem Kabelanbieter hält, der schickt ja jetzt die Daten des Internets über das Kabel in die Fritzbox und die Fritzbox, die verteilt, das Blinken kommt jetzt vom Update, die verteilt dann alles wieder bei euch rein. Das kann super Abhilfe schaffen, wenn ihr Connect-Probleme habt mit dem Gerät oder zum Beispiel, wenn ihr einfach auch etwas größere Reichweiten haben wollt. So, weil ihr habt gesehen, die Geschwindigkeiten, die übertragen werden, bleiben identisch. Also das ist wirklich auch das, was ich bestellt hatte. 120 Mbit und 6 oder was war es? Ich glaube, 6 Mbit waren es. Und so kriegt ihr das dran. Wenn ihr das über Kabel, über DSL setzt, dann müsstet ihr, wo haben wir es? Müsstet ihr hier in den Slot gehen. Aber dann geht ihr natürlich in eure TAE-Stecke, also vom Telefon da und dann die andere Seite ans Telefonnetz. Hier ist das Kabel dazu. Ne? So, Fritzbox, da würde das dann reinkommen und die Seite kommt dann an den Telefonanschluss. Ne? Und schon seid ihr dann auch so über das DSL-Netz verfügbar, wenn es gebucht ist und anliegt. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen, wie man diese Fritzbox einfach einrichtet. Und so die Grundfunktion habe ich ja angeschnitten und erklärt. Ich finde es ein tolles Gerät, was die da immer bauen. Und es ist qualitativ hochwertig. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.